Hallo Menschen und herzlich willkommen zu diesem netten kleinen Unboxing. Heute gibt es nicht nur ein, sondern zwei oder drei oder fünf. Heute gibt es vier von diesen netten Displays. Wir unboxen heute die Yu-Gi-Oh! Rarity Collection. Diese Collection ist eine Collectible Collection, sehr oft das Wort Collection, von Yu-Gi-Oh! Von Konami rausgebracht mit sehr, sehr vielen coolen Staple Cards. Ihr werdet es gleich nochmal ganz genau im Video sehen. Ich bringe euch aber eine Anmod, denn ich möchte euch darauf hinweisen, wenn dieses Video hochgeladen wird am Freitag, bedeutet das auch gleichzeitig, dass jetzt gerade die Black Week bei Gate to the Games ist, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Das bedeutet, ihr habt momentan die Möglichkeit, mit dem Code FEINSPAREN einfach 8% vom 24. bis zum 26. November zu sparen. Benutzt einfach den Code FEINSPAREN vom 24. bis zum 26. November und spart 8% auf euren Einkauf. Ich danke euch allen, alles ist restlich unten verlinkt und jetzt viel Spaß mit dem Video und Unboxing. Das wird heute geöffnet. Yu-Gi-Oh! Rarity Collection zur 25. Anniversary. In jedem einzelnen dieser Booster hier sind 5 Karten drin, in jedem einzelnen Display sind 24 Karten drin. Wir haben 4 Displays an der Zahl. Trusty Knifey haben wir hier. Und ich bin hyped drauf, was wir heute ziehen. Wir gucken, ob unser Nagel noch ausreicht. An der linken Hand auf jeden Fall nicht mehr. Linke Hand ist abgeknabbert, aber rechte Hand reicht noch. Sehr gut. Das ist die große Frage. Möchte ich lieber hier heute für euch so produzieren? Mit der Kamera so vor der Fressbrettkante? Ich weiß ja nicht, Chat. Ist ein bisschen scheiße, dass die Cam jetzt wieder so drauf ist, aber ich will auch ein bisschen stärkeres Bild haben heute. Wir können uns ja einfach darauf einigen, dass ich doof bin. Das hier sind unsere Packs. Autofokus Flex. Oh, selber doof. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass in diesen Kartenpacks theoretisch fast jedes Pack ein Hit sein wird. Alleine deswegen, weil wir uns über bestimmte Karten freuen. Ja, Katze wohl eine doofe Katze. Ja, Wind die Windkanalisiererin, Revolte der Starbrigade, Körperpanzer Photonendrache, Called by the Grave ist schon ein Hit und die Iris Schwertseele ist schon interessant. Jetzt ist die große Frage, wo haben wir hier die Quarter Centuries drin? Ich glaube, die sind nicht safe in jedem, sondern es gibt einfach nur 2 Ultra Rares noch zusätzlich. Warum bin ich hier gedooft? Chat, können wir aufhören zu doofen? Bestraf mich, Meister. Für bestraf mich, Meister, bin ich immer so haben. Ja, es ist doof. Okay. Fein, fein. Dimensionsbarriere. Stärkung für die Armee, Codierersprecher, Invertierer, Zeit die Wiederholer und Harpien Federsturm. Okay. Dark Ruler No More ist eine gute Karte. Tupf der Begierden ist eine gute Karte. Verstärkung für die Armee. Und jetzt haben wir nämlich den Fall, wo hier eine Insane Rare drin ist. Das ist eine von den Raritäten. Upsala. Wir sind aber schon nah genug dran. 4 Displays haben wir jetzt. Das ist noch keine Quarter Century, sondern das ist, glaube ich, einfach... Doch, das ist eine Quarter Century. Das hier ist eine Quarter Century Rare. Schwarzflügel, Simon der Toxwind und noch ein Zeitdieb-Wiederholer again. Und der ist auch wieder eine Special Rare. Sieht man hier vielleicht wieder. Der ist wieder mit so einer Rarität obendrauf. Welches von welchem ist jetzt was? Verstärkung für die Armee hat eine relativ glatte Oberfläche, aber hat die 25 unten stehen. Und er hat eine sehr starke Reliefoberfläche. Sieht aber sonst, glaube ich, relativ parallel rare aus. Wild auf jeden Fall. Und hier, wie gesagt, Dark Ruler und In der Topf sind eigentlich auch gute Karten. Aber heute nicht unser Hauptfokus. Ich glaube, Extravaganz ist da wichtiger für uns. Dimensional Shifter. Called by the Grave. Unendliche Unbeständigkeit. Aber unendliche Unbeständigkeit in dem Fall hier ist doch eine Secret Rare, oder nicht? Ja, das ist doch eine Secret Rare. So wie wir es jetzt haben. Ja, das ist ein Secret Rare. Wild. Nibiru, das Urwesen. Wait a minute. Das ist wieder so. Oh ja, da sieht man das Relief mal richtig, Chat. What the hell? Ist auf jeden Fall ein Hit. Und Blumenbaroness legen wir ganz schnell weg. Wenn es ein Staple ist. Also da sieht man den Effekt wirklich sehr, sehr geil. Wurde jetzt gesleeved natürlich weniger. Und das meine ich. Alleine die Karten hier sind schon für jedes Deck, dass man momentan baut, so irgendwo mit drin meistens in den Listen. Und das war ein Booster, wo wir 3 von den Staples rausgekriegt haben. Gut, Blumenbaroness könnte man jetzt auch als Staple bezeichnen. Bei manchen Leuten. Ich hasse es nur.
Ja, ich glaube, wir haben alle drei schon gezogen. Aber ich weiß nicht, welche war. Das ist das Problem. Roteugiger Leuchtfeuer, Metalldrache, Eisbarriere, maskierter Held, dunkles Gesetz, Gefängnis der Eisdrachen und Schattenpuppen, Schisma. Miniaturwelt, Selene, Königin der Meistermagier, Beschwörungslimit. Ist auch eine Secret Rare, by the way. Okkus des Abendsterns und Evenly Matched. Evenly Matched ist auch eine gute Karte. Kann man sich schon mal gönnen. An den Namen kann man es sehen, das ist schön. Gefängnis der Eisdrachen, da ist wieder eine Secret Rare stattdessen. Gerümpelraser und Mähnchen, das ist wieder so, ne? Ist wieder die Rarität, wo die ganze Karte hier oben auch schimmert. Das weiß ich nur nicht, ob das eine Standard-Secret Rare im Japanischen ist oder was genau das am Ende ist. Aber es ist theoretisch das, was ich neulich als eine Collector's Rare gesehen hätte. Bei Amazing Defenders war das hier die Qualität von den Collector's Rares. Ne? Wie viele Karten hast du in deinem Besitz? Nur Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon auch? Problemlos. Boah, schon eine Menge. Kann ich hier gar nicht sagen, aber ja. Raubpflanze Drachustella, okay. Und Insektor Border. Inspektor Border, nicht Insektor. Aber es ist wahrscheinlich fünfstellig, sechsstellig. Ja, sechsstellig nicht, aber fünfstellig. Ash Blossom in Super Rare, okay. Treppenführerin der Unterwelt. Vorbereitung der Riten als 25. Anniversary. Galaxieauden, Nimmerkleinstrache und Eisbarriere. Schön. Also das ist eine Quarter Century. Sieht man an den 25 unten. Und das hier ist einfach nur eine Ash Blossom, aber eine Ash Blossom selber ist halt auch schon ein Banger. Ich habe diese Boxen hier von der 25 Quarter Century Display Box, beziehungsweise von den Displays, die wir aufgemacht haben davon. Und die sind super, um nach einem Opening einfach den kompletten Inhalt des Openings da reinzupacken und die dann geordnet abzulegen. Und ich habe zwei so von meinen Schubladen, von den Schränken, die im Hintergrund sind, komplett voll mit diesen Dosen, die geordnet sind mittlerweile für die jeweiligen Sets. So, Vorbereitung der Riten. Albtraum Einhorn in der Alternate Art, sehr schön. Inspektor Border als Secret Rare. Geistermädchen Spukhaus und Harpien Federsturm. Strong. Es sind wieder Secret Rares und sowas dabei, die ich gar nicht sleeve, weil mir geht es jetzt hier in dem Fall um die Staples. Ich glaube aber auch, dass mit diesem Set sehr viele Karten sehr schnell fallen werden im Wert. Harpien Federsturm ist auch oft dabei, ja, aber es sind auch andere Sachen sehr oft dabei. Zwangsevakuierungsgerät, nochmal ein ausgeglichener Zweikampf. Albtraum Einhorn wieder in der Alternate Art, Schlägerdrache. Und Dimensionsbarriere in der nächsten Rare wieder, in der nächsten Rare-Stufe. Es ist nicht die 25er, sondern das ist, glaube ich, die Japanese-Style Secret Rare, oder? Wo das dann hier so 2-3-dimensional ist auf der Karte. Not sure about that, aber ich glaube, das ist es. Das ist eine Standard-Ultimate mittlerweile. Okay, dann ist das eine Ultimate mittlerweile. Albtraum Einhorn. Das ist eine Staple-Card, die man sleeven kann mittlerweile. Zweikampf kannst du auch sleeven. Ach, das ist eine Japanese-Style-Ultimate, okay. Nicht Secret. Aber ja. Raubpflanze, Fossilgrabung, Gefängnis der Eisdrachen. Selbes Prozedere wie every year, 25 Quartery. Quarter Century, Entschuldigung. Herold des Bogens und Gefahr Wolpertinger. Gefahr Wolpertinger ist eigentlich ganz cool. So, 25 Anniversary Rare. Ihr müsst euch überlegen, davor war eine Ash Blossom, theoretisch, wenn du sie selber ziehen wolltest, nicht kaufen wolltest, wenn du sie selber ziehen wolltest, Eldritch, nice, war das einmal mindestens die Dual Devastator Box für den Safe Drop. Ist das ein Forbidden Droplet in der Japanese Ultimate? Oh, das ist halt edel. Das ist halt richtig edel, Shit. Das ist halt richtig edel, was da an Karten drin ist. Ich sag's euch. Topf des Wohlstandes! Fossile Grabung. Schattenpuppen Schisma. Eldritch der Golden Lord wieder in Japanese Ultri. Moment. Das können wir uns näher angucken. Das ist ein Lava-Golem. Jetzt müssen wir nur rausfinden, was das hier genau ist. Weil es ist eine Secret Rare. Definitiv. Wo wieder die ganze Karte schimmert. Weiß noch nicht, wie diese Rarity heißt. So, wenn ich rausfinde, wie die Rarity heißt, sage ich euch.
Goldene Schrift und der Japanese-Style Prismic Collector's Rare hat silberne Schrift. Also ist das hier eine Japanese-Style Collector's Rare? Silberne Schrift und sowas, ne? Oh, das könnte die Platinum Secret Rare sein. You're totally right. Ha! Was ist denn hier passiert? Ja, dann müssen wir hier die Oldschool-Variante nehmen. Und von der Wolperdinger, fossile Grabung. No Dark Rule, Dark Rule No More, Talent der drei Taktiken. Das Talent hier ein Reprint bekommt, ist wild. Das ist übrigens fossile Grabung in Secret Rare. Auch eine wilde Erdbeere. Engel des Schabernacks, Herold des Bogenlichts, bläugiger Abgrunddrache, Miniaturwelt, Topf der Extravaganz. Topf der Extravaganz können wir es lieben. Vielleicht kommt da ja bald auch noch was zum Black Friday, aber ich weiß nicht, ob die Dinger bis so lange bis dahin unvergriffen sind, nennen wir es mal so. Avramax, Magiebuch des Urteils und antiker Feendrache. Interesting. Aber keine Century Rares gerade mehr. Na, also keine Special Rares, außer Secret Rares. Secret Rares ist so gerade das Höchste, was wir haben. So, Effekt Veiler. Kodierer Sprecher. Star Brigade. Dogmatiker Bestrafung. Und Fremdenführerin aus der Unterwelt. Ich war heute übrigens einkaufen, Chat. Und ich habe mir wieder so einen Melonen-Schnappi geholt. Das gibt es bei uns. So vorabgeschnittene Melonen. Und ich gönne mir da jetzt immer so, wenn ich Hunger zwischendrin habe, so ein Becherchen von den Dingern. Die ist super. Star Brigade ist eine Platinum Secret Rare. Wait. Das ist keine Platinum Secret Rare, oder? Bei den anderen war das immer überall am Schimmern. Das hier nicht. Das ist einfach nur eine normale Secret Rare für mich. Wo ist denn hier der Unterschied an der Secret Rare zu dem Secret Rare? Ich meine, wir können uns drum schlagen. Das Rand des Bildes und die Textbox. Wild. Okay. Noch eine Effektwähler. Gefängnis der Eisdrachen. Abgrunddrache. Gerümpelraser. Und das hier ist jetzt wieder das, was ich meinte. Das ist eine Collector's Rare, oder nicht? Also ich kann dir sagen, vom Feel ganz klar, wenn das hier eine Platinum Secret Rare ist, oder meinst du, dass es das hier eine Japanese-Style Secret Rare ist? Weil das hier ist definitiv nicht dasselbe wie Starbrigade. Starbrigade hier ist definitiv nicht das gleiche Feel von der Karte her. Hundertprozentig nicht. Ich glaube, das ist eine normale Secret Rare in dem Fall. Kaliber Wilddrache, Schattenpumpen Schisma, Numenorion Drache, Geistermädchen und Spukhaus in der... Oh, da haben wir einmal die Japanese Ulti Rare. Und Geistermädchen ist wieder in der gleichen Prismatic Secret Rare. Sehr cool. So, wir machen das einfach folgendermaßen. Herzlich willkommen zu diesem Highlight. Ich habe das Pack noch nicht geöffnet, aber ich weiß jetzt schon, dass was richtig Geiles drin ist. Deswegen ist das jetzt ein Short. Herzlichen Glückwunsch. Enten, Alpha Bestien Master, Evenly Matched, Called by the Grave und Beschwörungslimit. Okay, weit Shit. So, die letzten zwei Booster. Ist das traurig? Dann haben wir nur noch drei Displays. Traurig, traurig. Sachet Ihnen Gedankengang. Spukhaus. Gedankengang. Wieder. Aber in dem Fall jetzt als eine Secret Rare. Mond. Zwangsevakuierungsgerät. Wieder in der Japanese Collection. In der Japanese Rare. Hübsche Karte. So, letztes Booster dieses Displays. Wir brauchen übrigens immer noch eine magiegeladene Fusion, die wir hier aus den Dingern ziehen müssen. Für unser Deck. Sumpfdrache ist auch noch eine Sache, die wir brauchen für unsere Decks. Also das sind wirklich Karten, die wir brauchen. Lava Golem Super Rare. Lava Golem nicht mehr so super, sondern Secret Rare. Zwangsevakuierungsgerät. Und Chaosraum. Schöne Karten. Nächstes Display. Hey, hat funktioniert. Goody Booty. Geh weg. Brauchen Fokus. Und bam. Zwangsevakuierungsgerät. Schwertseele. Eldritch der Golden Lord in einer Secret Rare. Schön. Raubpflanze und Inspektor Border. Dimensionsbarriere. Revolte der Starbrigade. Aha. Fremdenführerin aus der Unterwelt in Secret Rare. Eisbarriere. Und Inspektor Border in einer Japanese. Ultra Rare. Schön, schön.
Die Fremdenführerin nehme ich jetzt in dem Fall mit raus. Könnte in der Rarity interessant sein. So, Nimmerdrache, Schabernack, Dogmatiker Bestrafung. Warte mal, ist das wieder eine Platinum? Platinum Rare heißt das, ne? Müsste eine Platinum sein, oder? Ist wieder eine Platinum. Okay, und Dimensionsbarriere. Schön. Dogmatiker, Effekt Wailer, Blitzsturmi. In Secret Rare, by the way. Kaliberdrache, Wilddrache, Revolte der Stabigrade. Komm schon. Komm schon. Wir haben es wirklich geschafft, die so aufzureißen, dass nichts rauskam. Jetzt haben wir aber hier oben immer noch dieses DE-Ding. Da kannst du reingehen. So. Also wir müssen uns jetzt auf bestimmte Namen einigen, Chat. Das ist wichtig. So. Super Rare, Super Rare. Quarter Century Rare, Ultra Rare, Ultra Rare. Ja, das ist eine Quarter Century Rare. Deswegen hat es da unten die Quarter Century, also die 25-Jahres-Marke. Und dann gucken wir kurz, dass wir einmal ganz kurz zusammenführen, was es momentan so für Rarities gibt. Also, wir haben einmal, das hier ist Super Rare. Früher hätte man glitzernd gesagt. Nach Super Rare kommt das hier. Das ist eine Ultra Rare. Okay? Cool. Danach kommt, meiner Meinung nach, die Standard Secret Rare. Das wäre die jetzt hier in dem Set. Dann haben wir jetzt hier die, das Standard Secret Rare gibt es auch noch hier und so weiter und so fort. Dann haben wir eine Japanese Style Ultimate Rare. Das Besondere an diesen Ultimate Rares von Japanese Style sind, dass sie, wenn sie jetzt hier so gesehen werden, dreidimensional auf den Karten sind. Also, wenn wir das jetzt hier von oben angucken, dann sehen wir, dass das hier so als dreidimensionales Objekt nochmal eine Ebene drüber ist, als Relief sozusagen. Bisschen schwierig gerade zu sehen, ihr seht es ja hier von den Effekten her ein bisschen besser. So. Das fühlt man auch, das könnt ihr nur schlecht fühlen durch das Bildschirmchen, ne? Das hier ist eine Quarter Century Rare. Das erkennt man daran, dass hier zum einen alle Seiten erstmal mit Blitzern verfügt sind und hier ist eine 25 unten in der Box. Das ist eine wichtige Erdbeere. Dann haben wir noch die Platinum Rares. Die haben wir vorhin schon mal angesprochen. Und wir haben theoretisch noch die hier. Das ist wieder eine Quarter Century, seht ihr hier unten. Das allerletzte, was wir noch theoretisch zusätzlich haben können, sind die hier. Die seht ihr ein bisschen schlechter, aber da ist die komplette Karte am Glitzern. Sagte er, genau. Ist die komplette Karte theoretisch mit am Glitzern. Das hier ist... Ich weiß es nicht mal. Das ist eine Japanese Collector's Rare. Das ist eine Quarter Century Rare. Das ist eine Platinum Rare. Das ist eine Secret Rare. Das ist eine Standard, also eine ganz normale Super Rare. Das hier ist eine Japanese Style Ultimate Rare. Die können wir einfach Ultimate Rare nennen, weil normale Ultimate Rares werden bei uns gar nicht mehr gedruckt, glaube ich. Ja, super. Super Rare bleibt, das bleibt. Dann nennen wir die jetzt ab sofort Platinum. Platinum Rare. Das ist eine Quarter Rare. Und das hier ist eine Collector's Rare. Okay? Wundervoll. Ich werde das noch 40 Mal durcheinander bringen. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf, wenn ich das dann tue. Infinite Impermanence, nice. Mond, Geistermädchen, Spukhaus. Hier in der Secret Rare. Dann eine Ultra Rare, okay. Und nochmal eine Ultra Rare. Schöne Böhne. Ein Lavagölchen, ne? Celine. Raubpflanze, Drastopella. Entschuldigung. Dogmatiker, Bestrafung, Ultra Rare. Und Zwangsevakuierungsgerät auch in Ultra Rare. Standard, Bandard. Magiegeladene Fusion, please. In irgendeinem dieser Booster. Ich brauche nur eine Kopie davon. Dogmatica, Unterwäldlerin, Dimensionsverschieber in der Platinum Rare, Strong, Chaosraum und Schattenpuppe Schisma. So, Alpha Bestien Master, altes Wesen Entes, kein dunkler Herrscher mehr, müsste eine Secret Rare sein in dem Fall. Geistermädchen, Spukhaus in der Ultimate Rare, Vorbereitung der Riten, cool. Deutsche Karten weniger wert als englische. Kommt immer drauf an, wie stark sie geprintet sind. Kann ich dir nicht sagen. Ja, Blitzlanguste, es gibt vielleicht später noch einen. Nicht noch einen, aber gibt vielleicht zu Sales und so nochmal was. Oh, Nibiru das Urwesen. Als Secret Rare? Okay, Beschwörungslimit. Und Dogmatica Eskella die Tugendhafte als Collector's Rare. Coolie, oh. Das war die erste Einzelfeuerblüte, die wir gezogen haben. Wild. Dekoder-Sprecher, Verstärkung für die Armee, unendliche Unbeständigkeit. Ist schon wieder kaputt, Mann. Antiker Feendrache, Mech-Ritter, Schlagbohrer-Drache. Da ist ein Schlammdrache des Sumpfes. Das ist ein Banger-Pull. Und Selene, Königin der Meistermagier. Und zwar als Collector's Rare. Cool.
So, jetzt haben wir das erste Mal, dass wir was sleeven müssen, und zwar mit unseren dunklen Magierhüllen, denn das hier kommt in unser dunkles Magierdeck. Das nette Exemplar hier. Auch eingerostet, was die CG angeht, bin ich ehrlich. Kann man ja gar nicht auf Locals gehen mit dem Card-Management. Ein Schlammdrache des Sumpfes, jetzt nochmal als Super Rare. Geil, Verstärkung für die Armee. Albtraumritter Einhorn in der Standardart. Rettung des Magiers in Ultra Rare. Und Artefakt Longlanze. Ah, das ist ein Banger, Rettung der Magier. Und hier unser Ding, kommen wieder beide als Yugi Sleeves. Als Dark Magician Sleeves, Entschuldigung. Yugi Sleeves sind alles. Aber irgendwo noch Yu-Gi-Oh!-Karten, eventuell noch was wert mittlerweile. Bestimmt, kann sein, je nachdem, wenn die in gutem Zustand sind. Aber das ist leider so ein Irrglaube, dass viele Leute sagen, ja, Mann, meine Karten sind richtig gut aufgehoben, vor allem in dem Binder und so weiter und so fort und so fort. Meistens sind die trotzdem trashig aufbewahrt. So, das ist, man war früher einfach Kind. Absolut nicht schrill, absolut nicht. Ist keinerlei Aufwand für mich, die Katzenstimme zu machen. Das ist meine Default-Stimme, in die ich zurückfalle, wenn ich zu ausgelastet bin und zu geschafft bin. Da ist die Einzelfeuerblüte. Das ist aber auch wild getrennt alles, Chat. Ich sag's euch. Lanze, kein dunkler Herrscher mehr. Eine Ultimate Rare. Nee, Quatsch. Das ist keine Ultimate. Das ist eine 25er Anniversary. Hupsala. Effekt Veiler in Ultra Rare. Cool. Spukhaus. Die Menschen ist Shifter. Einzelfeuerblüte. In Secret Rare. Cool. Eisseele. Und Bänden. Ja, Yu-Gi-Oh! Spielen musst du halt theoretisch auf Zack sein, damit du das hinkriegst. Das ist nicht mehr Rentner-Gaming. Gefallener von Albas! Du gehst in dein Gefängnis. Weg mit dir. So, okay. Dann Eisbarriere, Magiebuch des Urteils, fossile Grabung und geflügelter Ra-Sphere-Mode in der Collector's Rare-Chat. Das ist ein schöner Pull. Sphere-Mode, als ich damals meinen Ra-Ordner gemacht habe, habe ich meinen Ra-Ordner überprüft. Sphere-Mode war damals irgendwie 40 Euro das Stück. Das war insane. Iris Schwerzele, geh. Betäubende Magierin, geh. Talent der Taktiken in der Japanese Ultimate Rare. Aber da sieht man den Effekt sehr geil hier. Ne? In den verschiedenen Ebenen. Sehr, sehr geil. Ah, das ist ein Banger-Pull. Also, drei Taktiken in der Rarity finde ich super. Ach, Blumenbaroness in der Secret Rare. Cool. Ja, kann man jetzt auch mal sleeven, würde ich sagen. Jo, da haben wir eine Japanese Ultimate Rare und eine normale Ultra Rare Topf des Wohlstandes. Ich würde hier alles sleeven, außer den Rotäugigen. Ja, deswegen, das ist so dieses Ding so, ja, ich habe die immer aufbewahrt. So. Es gibt Karten, die seit Ewigkeiten im Bindern drin waren, die trotzdem nicht Top Mint sind. So, das ist, die nicht mal annähernd Mint sind, um ehrlich zu sein. Das ist einfach, man ist früher mit Karten anders umgegangen. Man hat auch früher Karten ganz anders gesehen, weil man die jeden Tag gesehen hat, hat man nicht verstanden, wie sie sich verändert haben. Ne? You changed. Everybody says that. Says it. Eldritch, der goldene Lord, Vorbereitung der Riten, Effekt. Veiler Secret Rare. Nice, die Menschen Shifter. Albtraum mit der Einhorn in der Alternate Art. Coolio, und jetzt darf Albers auch wieder aus seiner Ecke raus. Ne? Tschüss. Ich weiß nicht, für was Sphere-Mode momentan geht. Ich glaube, Sphere-Mode ist ein bisschen runtergegangen. Gerade jetzt auch für das Ding. Oh, eine Blumenbaroness. Fossile Grabung. Verbotener Tropfen in der Secret Rare. Cool. Ob der Begierden. Und Effektwähler. Nochmal Alternate Art Einhorn. Nice. Fossile Grabung. Selin. Verstärkung für die Armee. Und Gedankengang. Maskierter Held, dunkles Gesetz. Zwangsevakuierungsgerät, Einzelfeuerblüte in der Quarter Century Rare, Dimensionsbarriere in der Collectors Rare und Miniaturwelt in der Ultimate Rare. What the hell? Was ist das für ein Pack? Huh? Alle drei krassen Rares in einem Pack. Fehlt nur Platinum Rare theoretisch noch. In Yu-Gi-Oh! Gibt es nicht zufällig ein Retro-Format. Doch, gibt es. Also es gibt Retro-Formate im Allgemeinen. Es gibt auch zum Beispiel Speed-Duell oder sowas. Es gibt das Edison-Format. Ich glaube, das ist maximal momentan bis Synchro. Also gibt es schon. Kannst dich mal drüber informieren. Grundsätzlich gibt es Retro-Formate.
Evenly matched. Raubpflanze. Geistertrick. Engel des Schabernacks. Change of Heart. Eldritch the Golden Lord in der Japanese Prismatic Collector's Rare. Das hier sind unsere weiteren, die wieder hier in die rüberkommen. So, das Ernüchternde. Oder was, das ist das Coole, vielleicht auch gesagt. So von den Rare-Rare-Karten ist das hier so das, was Rare-Rare ist. Ne? Wir haben noch einen anderen zusätzlichen Stapel, aber das ist hier so, warte, das ist einfach nur eine Platinum-Rare noch zusätzlich, deswegen habe ich die mit rausgenommen. Aber grundsätzlich, das hier sind Rare-Rare-Karten, das sind Ultimate-Rares, das sind Collector-Rares, das sind Quarter-Century-Rares. Aber der Stapel hier, Chat, dieser komplette Stapel ist von mir als Karte, die für Deckbuilding eingeordnet ist. Called by the Grave, Evenly Matched, eine Ash Blossom, Albtraumritter Einhorn zum Beispiel, Abgesandter der Unterwelt, Töpfe, Talent der Taktiken, No Dark, Dark Ruler No More, Effect Veiler, nochmal Called by the Grave, ein Lava Golem zum Beispiel. Das sind alles Karten, die zum Deckbauen so oder so benutzt werden. Sei es auch Spukhaus oder so, Dimensional Shifter ist momentan ja sowieso ein absolutes Staple. Das ist alles Zeug, das man relativ gut bauen kann, finde ich. So, wir gehen in die nächste Rarity. Diesmal machen wir nicht Ding, sondern machen wir hier Öffnung mit meinem Messerchen. Hat sich gelohnt. Wie erkennt man die Rares? Indem man sie anguckt. Du siehst es gleich beim Pullen wirklich sehr, sehr fein. So, Gedankengang. Dark Ruler No More, Magiebuch des Urteils. Gefahr Wolpertinger in keine dunklen Herrscher mehr, also Dark Ruler No More. Und mit besserem Licht. Hey, willst du mein Licht haten? Ihr wisst, dass wir jederzeit unser Licht drehen können. Rettung der Magier! Cool. Artemis, Iris Schwertseele, ist eine Platinum, oder? Ist eine Platinum? Nee, ist keine Platinum. Talent der drei Taktiken. Und Miniaturwelt. Change of Heart, Dogmatiker-Bestrafung, Forbidden Troublet, Pox der Extraguns, Entschuldigung. Und das hier ist zum Beispiel eine. Versuchen wir es mal, so wie es gerade gesagt wurde. Man erkennt es ja am Licht. Dann versuchen wir es mal mit Licht. Ich glaube, jetzt erkennt man es doch ganz gut, oder? Das ist schon geil. Bin ich ehrlich. Wenn wir gleich nochmal ein paar andere von denen sehen, dann machen wir mal diesen farblichen Test bei allen, damit ihr das mal sehen könnt. Mit dem Speziallicht, ne? Also Speziallicht, ne? Miniaturwelt, Selene, Visionheld, Faris, Gedankengang und Vorbereitung des Rituals ist wieder eine Ultimate, by the way. Aber jetzt sieht man es wirklich mal so ein bisschen auch. Ne? Da sieht man es, glaube ich, sehr, sehr gut, was ich meine mit dem Relief. Ich würde sagen, dass die Packs momentan schon ziemlich freundlich dabei sind, ja. Wir sind jetzt bei Display 3. Wir haben noch keine magiegeladene Fusion gezogen. Das ist noch das, was ich gerne haben wollte, Minimum. Aber sonst von den anderen Puls ist super. Beschwörungslimit, Inspector Border, magiegeladene Fusion in Diffusion. Das ist ein spezieller Moment, Chat, denn diese Karte hier ist legitim die allerletzte Karte gewesen, die uns gefehlt hat für die Deckhand. Das wäre die Karte, die ich noch im Nachhinein hätte organisieren müssen und sie ist halt hier gerade eben rausgekommen. Das bedeutet, wir haben wirklich jetzt absolut offiziell die Hand nach dem dunklen Magier-Deck abgeschlossen. Das ist sehr gut. Ab jetzt kann man nur noch Rarities upgraden. So, Artefakt, Dingsbums, Ascheblüte, let's go. Schwarzflügel, Simon der Toxwind, Lava Golem und Topf auf Le Extravaganzila. Fremdenführerin, August, Kodierer, Sprecher. Die Quarter Century, jetzt zeige ich es euch mal so. Damit müssen wir es jetzt auch. Jetzt sieht man es mal richtig, okay. Das ist der Flex, den ihr davor nicht gesehen habt, ohne das Lichtchat. So sieht die Karte eigentlich aus. Ja, das ist ja ein Banger, ne? Also so ist nicht... Hier haben wir eine Standard Ultra Rare.
Oh, hier sieht man schon wieder eine. Das ist jetzt nämlich die Japanese-Style. Und da sieht man jetzt auch endlich mal, was ich damit meine. Dass die komplette Karte so ein bisschen anders ist. Ihr seht's hier. Ihr seht auch hier außen so ein bisschen die Reliefs und sowas. Eldritch, der goldene Lord. Topf des Wohlstandes. Reins 4 Mode auf Secret Rare. Rotiger Leuchtfeuerdrache. Cool. Und noch ein Lava-Golem. Wir haben zweimal Kaiju-ähnliche Strukturen gezogen. Das ist cool. Das ist sehr cool. Der ist ein bisschen doof. Albtraum-Einhorn. Blitzsturm. Abgrunddrache. Und Cold by the Grave. Schlägerdrache, Dekodierer, Sprecher, Heißseele. So, das hier ist wieder übrigens eine von diesen wunderschönen anderen Rares, von diesen Quarter Centuries. Ah, man sieht's. Schön, schön, Beschwörungslimit und Gerümpelraser. Wiederholer, Federsturm, Spukhaus. Unser Hans-Peter. Und da ist sie wieder. Tadlita. Ihr seht's wieder hier. So ein bisschen, ne? Fein, fein. Ja, ging mir nicht anders. Habe ich ja genauso gemacht. Kann ich sehr gut verstehen. Ist auf jeden Fall am Anfang gewöhnungsbedürftig, wenn man aus Zeiten kam, wo das Format, das veränderndste Format der Cyber Dragon war, theoretisch. Wo du jeden Cyber Dragon theoretisch gehasst hast, weil... Das ist absolut broken, Alter. 2100er Beatstick Special Summon? Warum? Was soll denn das? Okay. Vom Grabe gerufen und Schwerzeli-Beli. Usile Grabung, betäubende Magierin, Fremdenführerin aus der Unterwelt, antiker Feendrache und magiegeladene Fusion again. Damit haben wir fast ein Playset. Faszinierend, dass aber zwei Displays etwa gar nichts hatten und jetzt das dritte erst eins hat. Aber ich hätte gerne so eine Quarter-Century-Rare nicht Quarter-Century, so eine Japanese-Parallel-Rare, weil die sich einfach gut anfühlen. Oder von mir aus auch eine Prismatic Secret. Ja, nee, Quarter-Century ist auch in Ordnung. Quarter-Century-Rare von Ash hätte ich gerne. Quarter-Century-Rare Ash fände ich ein Banger. Der Wiederholer und der Federsturm. Hat ein bisschen was ausprobiert, aber ich hatte mich jetzt für ein Sky Striker Go Second Deck lieben gelernt und damit spiele ich jetzt einfach ab und zu casually. Ja, das verstehe ich. Sky Striker habe ich mir auch irgendwann zusammengesammelt. Nadirdina, Happy Featherstorm, sorry. Und Evenly Matched. Fein, fein. Was macht Evenly Matched nochmal? Du gehst in deine Battle Phase, du gehst Ende der Battle Phase. Wenn du am Ende der Battle Phase Evenly Matched aus deiner Hand aktivierst, muss dein Gegner so viele Karten verbannen, dass er gleiche Anzahl an Karten auf dem Feld hat wie du. Verdeckt verbannen, by the way. Bedeutet, er spielt Karten, die nicht von anderen Karteneffekten beeinflusst sind, aus. Und gleichzeitig, wenn du es mit einem leeren Feld machst, reduzierst du ihn auf eine einzige Karte, weil du nur Evenly Matched auf dem Feld hast in dem Moment. Das ist ein sehr, sehr starker Feldclear. Das ist das Platinum Rare, oder? Ja, müsste eine Platinum Rare sein. Und dahinter haben wir nochmal die Ultra Rare Variante. Und nochmal eine Blumenbaroness. Das bedeutet, wir haben mehr als ein Playset Blumenbaroness jetzt zusammenbild. Ah, ich weiß nicht. Chat, seht ihr denn, dass das eine Rare ist? Soll ich wieder den Lichttest machen? Seht ihr, dass das eine Rare ist? Sehen Sie es, Mr. Krabs? Sehen Sie es, Mr. Krabs? Hast du dich gesehen? Kannst du das nochmal machen? Nein. We will never do that again. Talent der drei Taktiken in Super Rare. Nice. Chaosraum. Eine weitere Platinum Rare. Inspector Border. Und Galaxiaun Nachtglimmerdrache, ne? Ja, Nachtglimmerdrache. Eine Platinum Rare ist eine Platinum Rare, sagt Mama Katze immer. Ja, ja. Das sagt sie wortwörtlich so. Wisst ihr, was Mama Katze noch sagt? Euer Einsatz. Ich mach heute Party, machst du heute Party, SpongeBob? Ich mach heute Party, machst du heute Party, SpongeBob? Gerümpelnde Raser, Verstärkung für die Armee, Windy Wind Kanalisiererin. Das ist ein Sphere-Mode und dieser Sphere-Mode ist insane. Ich zeig euch warum. Es ist wieder eine fucking Ultimate Rare.
Die Effekte sehen halt unter Licht echt geil aus, muss man jetzt mal sagen. Das sind natürlich immer die schönsten, die wir gerade kriegen können. Karten, die wir nicht nur spielen können, sondern auch noch eine geile Rarity haben. Schattenpuppe Schisma, Wind die Windkanalisiererin, kein dunkler Herrscher mehr in Secret Rare und der Gefallene von Albas mit Ultimate Rare. Das ist fast ein gutes Lied, nur dass der Gefallene von Albas normalerweise keine Daseinsberechtigung hätte, Große Bestie am Himmelszelt, höre den Ruf aus der Schattenwelt. Ja. Ja, ja, das gute Gedicht damals, gell? Sind wir ehrlich, es wäre sehr antiklimaktisch gewesen, wenn auf einmal mittendrin so: Erhebe dich, Günther, mächtiger Drache Ägyptens. Wäre schon Stimmungskiller gewesen, sind wir ehrlich. Für einen Moment so, also das ist... Ich hatte damals, die Leute hatten damals ja allgemein schon Probleme, das ernst zu nehmen, so alles. Aber wäre dann in dem Moment Marek auf einmal ins Sächsische übergegangen und hätte dann in der deutschen Synchro genau das gesagt, ich glaube, ich hätte mich weggeschmissen. Meine Karten gleich mit. Inspektor Border, Magie geladene Fusion! Kaliberdrache, Wilddrache, okay? Brutal. Nadir Diener, Magiebuch des Urteils. Wir haben unser Playset Magie geladene Fusion, auch wenn es nur eine Super Rare und Ultra Rare ist, aber es ist wenigstens ein Playset. Schön, schön. Was ist denn eigentlich die teuerste Yu-Gi-Oh! Karte im Sammlerwert? Wird wahrscheinlich, also es gibt mehrere Karten, die fast einzigartig sind. Ich glaube, die einzige verkaufte, die in dem Richtungsding drin sind, war doch die von dem Krebskranken, der den Krebs besiegt hat, oder? Für was ist die weggegangen? Für ein paar hunderttausend oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die teuerste Karte in meinem momentanen Besitz ist, glaube ich, mein Dark Magician Ghost Rare, die ich habe. Spukhaus, Magiebuch, Einhorn, Upsala, my lord, Upsala, Alpha Fedien, Bestienmeister, in der Japanese Secondary Rare and the Boom. Do you see? Do you see? I see. We see. We all see. Taylor the Warrior. Ja, yeah, Taylor the Warrior müsste die Karte sein, genau. Also ich kann dir von vornherein sagen, egal wie sehr du das glaubst, die Karte wird sich nicht in deinem Besitz befinden. Ist äußerst ausgeschlossen. Das ist eine einzigartige Karte, die dir gezeichnet wurde damals und gedruckt wurde damals für einen Sterbenskranken, der seine Krankheit zum Glück überlebt hat. Das ist ein normaler Secret Rare, Schlägerdrache, Herold des Bogens. Cyber Finsternis Drache Gold Rare. Ich will dich nicht enttäuschen, aber ich glaube, das wird nicht mehr so viel wert sein. Cyber Finsternis Dragon ist bestimmt noch ein bisschen was, aber ich weiß nicht, ob noch viel. Also ich sage euch, das Deck ist ein Banger. Das Pack ist ein Banger. So, die letzten 24 Packs. Die letzten 5 Karten pro Pack. 5 Karten pro Pack. 2 Packs sind 100, dann sind es die letzten 120 Karten. Und ich hoffe, wir kriegen hier jetzt geilen Shit noch raus. Aber bis jetzt waren die Pulls schon phänomenal, finde ich. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht bis jetzt. Ich gebe euch nochmal hier ganz kurz das Shoutout an der Stelle. Wenn ihr selber Packs kaufen wollen solltet, verbotener Tropfen, super, dann könnt ihr gerne meinen Code benutzen und euch das Ganze ein wenig näher über Gate to the Games angucken. Gate to the Games, ein Partner dieses Kanals. Ihr kriegt auf die ersten 5 Bestellungen 5% Rabatt mit meinem Code. Und das ist eine sehr feine Erdbeere. Und wie gesagt, das ist Rarity-Set momentan draußen. Am 16. kommt nochmal ein neues Set aus dem japanischen Bereich, endlich mal im deutschen gedruckt. Also ein neues Set im Endeffekt für Yu-Gi-Oh! Und es gibt natürlich auch One Piece und Pokémon dort. Wir hatten neulich zum Beispiel ein Opening von diesem One Piece-Display. Ne? Kann man sich theoretisch auch alles gönnen. Nochmal eine Blumenbaroness. Fossile Grabung, Faris, Called by the Grave und Iris. Nachtglimmerdrache, Schabernack, Harpien, Federstürmchen. Oh, hier haben wir wieder Abendstern und hier haben wir eine Quarter Century Rare wieder. Wollen wir wieder den Test machen? Ja? Nein! Oh, warte, das ist keine Quarter Century Rare. Ich bin dumm, das ist eine Collector's Rare. Nee, Japanese Collector's Rare. Aber wir könnten das eigentlich testen mit dieser anderen Lampe. Wartet einen Moment, Cheddarino. Gäb ihn gleich wieder da. Folie abziehen, Chat, für euch. Bitteschön. Das ist jetzt das Licht, das jetzt an ist. Okay? Ich meine, ich kann das hier zwischen die Beinchen nehmen und dann ist das jetzt hier. Oh, es gibt euch auf jeden Fall einen geileren Effekt, was das Ganze angeht.
Versuchen wir das Pack mal so. Eisseele. Magiegeladene Fusion, let's go. Oh, da hat man es aber jetzt direkt gesehen für euch, ne? Quarter Century Rare. Rotäugiger. Und Unbeständigkeit in der Ultimate Rare. Cool. Ich halt nur Kacke. Das macht keinen Unterschied für euch gerade, glaube ich. Ich kann noch Rella machen. Beleuchte dich. Däumende Magierin. Avramax, Dogmatica, die Tugendhafte, Dark Ruler No More und ein Lavagölchen. Dogmatica, die Tugendhafte, Effekt Wähler, Herold des Bogenlichts, ausgeglichener Zweikampf und Gerümpel Raser. Vielleicht ist es besser zu sehen, ich weiß es nicht. Ich das besser regulieren kann vielleicht. Ich bin immer noch ein Stück heller. Aber wir sehen auf jeden Fall das Pack jetzt. Aber es ist nicht so stark erleuchtet wie davor, glaube ich. Infinite, Impermanent, Mond. Oh, Gefahr, Vulpa-Dinger. Hier sieht man jetzt den Secret Rare-Effekt endlich mal. Ja, auch eine nette Karte. Das ist wieder eine Collector's Rare. Und zwei Collector's Rare in einem einzigen Pack. Cool. Next Level. Überläufender Überläufer. Numenorion-Drache. Magiegeladene Fusion in der Secret Rare. Woo! Und Harpien-Federsturm into Schwarzflügel. Ich glaub gar nicht, wie ich mich über diese magiegeladenen Fusionen freue. Galaxie-Augen nach Glimmerdrache. Revolte der Star-Brigade. Blumenbaroness in Secret Rare. Raubpflanze Drachustella. Inspektor Border. Blumenbaroness in Secret Rare ist natürlich auch nochmal ein Pull, der ist wild. Sieht man da nicht dann jetzt auch... Ja, jetzt sieht man auch hier wirklich mal die ganzen Raritäten, wenn die Hüllen dran sind. Das Licht ist ein bisschen besser, finde ich. Finde ich ein bisschen angenehmer. So, Artemis. Aris. Ja, das habt ihr schon gesehen. Das hier ist eine Quarter Century Rare. Harpien Federsturm. Schlägerdrache. Die Jute Quarter Century Rare. Sehr cool. Eine sehr gute coole Rarität, nicht cute. So, Selene. Dogmatica, die Tugendhafte. Eine Secret Rare. Ah, Herold des Bogenlichts und eine Japanese Collector's Rare. Mir gehen langsam die Sleeves aus. Also nicht die White Sleeves. Ich habe noch eine Menge White Sleeves. Die Frage ist, ob ich jetzt alles in Zukunft White Sleeven möchte. Weil White Sleeves sind super schwer zu bekommen. Ne, Gate hat White Sleeves. Wir könnten einfach bei Gate mal mehr so White Sleeves holen. Schieß mal. Ausgeglichener Zweikampf in Secret Rare. Sehr geil. Galaxie-Augen-Nachtrache und Eisbarriere. Mondschweif Mond. Dimensionsbarriere. Da ist sie! Quarter Century Ash Blossom. Woo! Der Shit, sage ich euch. Die anderen beiden sind auch hübsche Karten, aber die Quarter Century Ash Blossom ist ein Banger. Das ist halt extrem cool. Davon ein Playset ist halt ein Dream. Alpha Bestienmeister, Ness, Topf des Wohlstands in Secret Rare, schön. Wipperdinger, Dark Ruler No More. Lonins Lanze, kein dunkler Herrscher mehr. Eldritch, der Goldene Lord in Secret Rare. Upsala, antiker Feendrache und ein Topf der Extravaganz in Collector's Rare. Auch sehr cool. Jetzt mit dem Licht sieht man die Effekte halt auch sehr viel geiler, ne? Antiker Feendrache. Avramax, antiker Feendrache in Secret Rare noch hinterher. Talent der drei Taktiken und Miniaturwelt. Talent der Taktiken in so einer Collector's Rare wäre natürlich auch ein Banger. Aber ich will lieber die Ash Blossom, sage ich ehrlich. Ash Blossom ist einfach ein Banger. Topf der Begierden. Fremdenführerin aus der Unterwelt. Dark Ruler No More. In der Platinum Rare? Nein, das ist eine normale Secret Rare, oder? Holy shit, sind normale Secret Rares immer so? Nein, oder? Das ist eine Platinum Rare dann. Okay, Platinum Rare Dark Ruler No More.
Und dann haben wir noch euch zwei beiden. Hey, das ist ja... Wir müssen ja gleich alle Karten nochmal durchgucken, ob wir eine Platinum Rare übersehen haben. Die hätte ich ja super übersehen. Wo sind die Unterschiede zwischen Platinum und Secret? Naja, Platinum ist eine Art von Secret Rare, aber nicht jede Secret Rare ist Platinum, aber jede Platinum ist Secret Rare. Schlammdrache des Sumpfes. Banger. Verstärkung für die Armee. Eisbarriere in Secret Rare. Oh, das ist eine Japanese Ultimate Rare. Oh Gott, die sieht man jetzt hier auch mal richtig, wie die aussieht. Holy shit, die XYZs sehen ja richtig cool aus. Mit dem Lichtern. Ist ja mal ein Banger und Extravaganz. Alter Schwede. So, wir sind bei den letzten 5 Packs. Geistermädchen und Spukhaus. Dimensionsverschifter. Beschwörungslimit in Secret Rare. Abgrunddrache. Called by the Grave. Called by the Grave. Again. Leuchtfeuer der Metalldrache. Fremdenführer der Unterwelt. Zwangsevakuierungsgerät. Und Chaosraum. Wir sind auf den letzten paar Packs, Chat. Es sind die letzten 4. Eldritch, der Goldene Lord. Vorbereitung der Riten. Drachustopeller, Entschuldigung. In Secret Rare. Fremdenführer der Unterwelt in der Japanese Ultimate Rare. Und Märchenschweif Mond. So, wir sind bei den letzten 3 Packs angekommen. Gate to the Games hat das Ganze hier möglich gemacht. Gate to the Games ist unser Kartenpartner, was Sammelkarten und so ein Kram angeht. Schaut gerne da vorbei, wenn ihr das Ganze ein bisschen näher sehen wollt. Ist alles verlinkt. Ihr kennt das. Ausrufezeichen GTDG und so weiter. 3. Ein Einhorn. Fossile Grabung. Dark Ruler No More in der Secret Rare. Schattenpuppen. Schisma. Vorbereitung der Riten. 2. Albas. Eisbarriere. Das hier ist eine Quarter Century Schabernack. Into Beschwörungslimit, into eine Ultimate Rare Zeitdieb. So, das finale Pack. Maskierter Held Dunkles Gesetz. Zwangsevakuierungsgerät. Gerümpelraser in Secret Rare. Gerümpelraser in Ultra Rare. Und die Last Card of the Day. Unser netter brennender Abgrund in Ultra Rare. Wild. Äußerst wild heute. Das sind extrem coole Karten, die da mit dabei sind, Chat. Jetzt kann ich euch aber endlich zeigen, was heute unsere Ausbeute war, Chat. In Platinum Rare gezogen haben wir heute Blumenbaronin. Schwertseele, Iris, Dimensionsbarriere ist... Das ist die andere Rarity. Dogmatica Bestrafung, Entschuldigung. Revolte der Star Brigade, evenly matched. Einzelfeuerblüte, Schwarzflügel Simon der Toxwind, Dark Ruler No More und Visionheld Fenrir. Schöne Spielkarten mit dabei. Wenn ich jetzt so wählen müsste von denen, wo ich sage, yo, das sind auf jeden Fall die interessantesten für mich, wären es diese 3. Als Platinum Rare. Das nächst coolere, würde ich sagen, sind die Ultimate Rares. Das ist Miniaturwelt. Longuslanze, Talent der 3 Taktiken, Verbotener Tropfen, Nibiru, Eisdrachengefängnis, Eldritch, Dimensionsbarriere, hier unseren brennenden Abgrund haben sie. Warum ist da schon wieder eine Quarter Century mit reingerutscht? Ich bin gut im Sortieren, Chat. I can do this. Ja. Dann Gefallener von Albas, Sphere Mode, Infinite Impermanence, selber Fall wieder. Ups. Zeitdieb, Wiederholer. Und unsere 2 netten Menschen hier unterweltstechnisch. Von denen sind natürlich die absoluten Highlights unsere spielstärkeren Karten, wo ich sagen würde, Droplet, 3 Taktiken, Nibiru, Ra und Infinite Impermanence sind hier die wirklich guten Sachen. Der Rest ist fein, muss man jetzt auch nicht falsch verstehen, also sind auch feine Karten mit dabei, aber so Gefängnis der Eisdrachen oder so wird ja auch teilweise gespielt. Miniaturwelt ist, glaube ich, ein riesiger Opener für manche Leute. Für mich halt nicht. Ne? Also, ich spiel's halt nicht. Quarter Century Rare, Chat. Die Dinger, die jedes Mal so leuchten, als wären sie, gäbe es keinen Morgen mehr. Schabernack haben wir gerade schon gesehen. Schisma haben wir gerade schon gesehen. Metalldrache. Dann Einzelfeuerblüte. Vorbereitung der Riten. Eisdrachengefängnis. Verstärkung für die Armee. Ihre Schwertseele. Dann Codierer-Sprecher Invert Hans-Peter. Longenlasse, Lanze, den Abgrund.
haben wir hier noch, wir haben die Magiebuch des Urteils, Entschuldigung. Ja, unser Ash-Proschim, das ist das Highlight hier. Das kann man ganz einfach so sagen. Das hier ist das Highlight des Sets für mich. Ash Blossom in Collector's Rare ist ein bangender Banger, der bangt. Also wirklich bangt. Die letzten Karten sind die, die jetzt theoretisch noch da waren. Das waren die Collector's Rares, die japanischen Collector's Rares. Die ganz normalen japanischen Collector's Rares, die hier diesen schönen Rare haben. Die haben auch ein anderes Feeling zur Karte. Da haben wir Topf der Extravaganz, Dimensionsbarriere, Miniaturwelt, blauäugiger Abgrunddrache, Schlägerdrache, Fremdenführer der Unterwelt, Alpha-Bestienmeister, Inspector Border, antiker Feendrache, Eldritch der Golden Lord, Geflügelter Ra, Sphere-Mode, Celine-Königin der Meistermagier, Dogmatica, dann haben wir Inspector Border nochmal, Zwangsevakuierungsgerät, Spukhaus haben wir nochmal gezogen, das sieht aber eher nach einer Ultimate Rare aus, wenn ich ehrlich bin. Ich bin einfach wieder ein absoluter Banger im Zusammensetzen von den Sachen, das müssen wir gleich testen. Lava Golem haben wir hier noch, Zeitdieb, Märchenschweifmond und Gerümpelraser. Du bist auf jeden Fall eine, du bist, glaube ich, keine, oder? Das ist eine Ultimate. Die drei hier, würde ich sagen, sind da der Banger aus dem Set. Cool. Goodie. Am 16. kommt das nächste Set raus. Für die Leute, die Yu-Gi-Oh! Gerne nur angucken, wenn ich es öffne. Bedeutet, am 16. gibt es hier dann das nächste Opening wahrscheinlich. Vielleicht um den 16. herum. Ich weiß nicht, welcher Tag der 16. sein wird, ob es in den Uploadplan passt. Am 16. kommt ein Yu-Gi-Oh! Video dann auf jeden Fall. Ein Video kommt dann irgendwann danach noch dazu, zu dem Opening. Wenn ihr das Opening im Stream verpasst habt, ist auf YouTube auf jeden Fall. Also Ausrufezeichen YT. Da findet ihr den ganzen Schissel, die Missel.